herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind im Monat September und bei der Liebe. Wir wollen uns anschauen, was für jedes Sternzeichen in diesem Monat so möglich ist. Und ich erkläre mal die Karten. Wir haben das Botticelli-Tarot. Das ist von Golden Botticelli-Tarot von Athanas Alexandrov Atanasov. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dann haben wir das Tarot der of Sexual Magic von Lara Tuan und gezeichnet von Mauro De Luca. Wir haben die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen in Sachen Liebe für dieses Mal. Wir haben für die einzelnen Neigungen der möglichen Partner haben wir das Arcanum Tarot und das Dilemma Tarot. Beide sind von Renata Leckner. Dann nehme ich natürlich meine eigenen Karten dazu, die ganz einfach gemacht wurden. Wenn du Interesse hast, die Karten sind auf www.ella-tausko.de hinterlegt. Und wir schauen uns jetzt an, was auch so ein bisschen astrologisch machbar ist, wo die besten Tage liegen für Beziehungen. Bis gleich. Ja, im Allgemeinen sieht es im September so aus, dass man sich natürlich über die Dinge unterhalten sollte, über Dinge sprechen sollte, die vielleicht geklärt werden müssen oder die irgendwie nicht wirklich ausgesprochen wurden. Also man sollte für Klarheit sorgen, gerade so um den 4. September herum. Und wenn man diese Dinge klärt, braucht man natürlich Geduld, bis sich diese entwickeln können. Wenn man alte Gewohnheiten hat, können die schwer abgelegt werden, das kennt man ja. Aber man sollte sich darum bemühen und man sollte miteinander immer kommunizieren in Partnerschaften, einfach aus dem Grund, weil man immer schauen muss, sind wir auf dem gleichen Stand, wollen wir das Gleiche, sind wir uns noch einig oder hat jeder andere Vorstellungen, und dann sollte man natürlich einen Kompromiss finden, und das geht natürlich nur durch Kommunikation. Das ist schwierig manchmal in Partnerschaften, weil sich auch oft Dinge unter der Oberfläche angesammelt haben, wenn man sich geärgert hat und nichts gesagt hat zum Beispiel. Man sollte da von Zeit zu Zeit immer mal wieder so einen Punkt finden, wo man miteinander die Fronten klärt oder wo man eben Dinge anspricht. Natürlich vielleicht, je nachdem wie viel das ist, nicht an einem Tag, aber es ist wirklich wichtig, an Beziehungen auch immer zu arbeiten und wirklich auch zu schauen, wie ist der Stand der Dinge. Ab und zu sollte man das mal tun, wenn man das Bedürfnis danach hat. Da hilft wieder die Intuition, das Navigationssystem, das jeder mitbekommen hat, zu sagen, du, wir müssen mal reden. Wir müssen mal schauen, wo wir stehen. Ich weiß, Männer mögen das nicht so gerne, aber auch Männer brauchen Klärung, müssen wissen, wo sie stehen. Und dazu ist ein Gespräch immer sehr hilfreich. Das ist das insgesamt für den September, was ich astrologisch mitteilen kann. Wir schauen uns jetzt an, was in der Liebe für jeden Einzelnen in den Karten drin ist. Ich wünsche euch hoffentlich eine schöne Legung und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen, mein lieber Löwe, zur Taroskoplegung mit Ella für den Monat September in Sachen Liebe. Wir schauen uns an, was im Monat September so energetisch los ist, was du nutzen kannst, was hoffentlich hilfreich ist. Es ist wie immer allgemein. Das heißt, du kannst dir Dinge daraus ziehen. Es muss nicht alles hundertprozentig passen. Ich hoffe, dass du Dinge darin wiederfindest, die dir nützlich sind. Darum geht es. Schauen wir uns an, was für den Löwen das Thema im Monat September ist. Wir haben die 6 der Schwerter. Entspannung, ja, kein Stress, auch in Beziehungsdingen natürlich nicht. Ich glaube, wir haben jetzt auch die Venus, ab 6. glaube ich, haben wir die Venus im Löwen. Deine Energie ist die 8 der Schwerter. Deine Gedanken kreisen momentan. Wir haben ja auch, glaube ich, in der Allgemeinlegung gehört, dass du dir momentan aller Dinge nicht so sicher bist oder ein bisschen nervös bist. Cool down, ja. Wir schauen mal bei dem anderen 9 der Kelche. Dein Gegenüber fühlt sich geehrt und geschmeichelt, dass du an seiner oder ihrer Seite stehst. Das ist doch schön. Du bist die Wunscherfüllung für dein Gegenüber. Ihr harmoniert mit den 7 der Schwertern. Ich glaube, dass ihr jeder für sich auch eigene Dinge habt, die relevant sind, die man aber nicht mit unbedingt in die Beziehung bringt. Worauf du achten solltest, ist die 5 der Münzen. Das bedeutet natürlich, dass jeder selbstständig ist, eigenständig ist, auch Zeit für sich alleine braucht, aber dass man sich nicht total voneinander entfremdet, das ist wichtig.
Der Ratschlag ist die 8 der Stäbe: Kommunikation, Gespräche führen, sich miteinander unterhalten, ganz entspannt, ja, über Dinge sprechen, auch belanglose Dinge, Alltägliches. Ausgang ist der Ritter der Stäbe: Begeisterung, wenn auch nur kurzzeitig, aber man hat vielleicht gemeinsam eine angenehme Zeit, ein paar schöne Tage, wie auch immer. Wir schauen uns das natürlich noch mit dem nächsten Kartendeck an, was wir noch haben. Ich glaube, deine Gedankenkreisel, die du da gerade ziehst in Beziehungen, ist eigentlich unnötig. Aber wir schauen mal, was wir noch haben. Die 6 der Schwerter, Ritter der Schwerter. Also es ist eigentlich alles relativ entspannt. Worum kreisen deine Gedanken? Um die Arbeit. 8 der Münzen. Das bedeutet, dass du dir mehr Gedanken machst um deine Arbeit, als um die Arbeit, die du in die Beziehung stecken solltest. Dein Gegenüber mit den 5 der Stäbe wird so langsam ein bisschen nölig, ja, ungeduldig, sauer, ja. Was ist die 7 der Schwerter, Ritter der Kelche? Es wird Zeit, einander mal wieder zu zeigen, was man füreinander übrig hat. Ja, 5 der Münzen, 4 der Münzen, ja, jeder ackert und arbeitet für sich selbst natürlich, macht seine eigenen Dinge, aber das sollte wirklich nicht dazu führen, dass man die Beziehung aus den Augen verliert. Und wir haben ja gehört, auch astrologisch wird angedeutet, dass man eben Dinge ansprechen sollte. Wir haben die Hohepriesterin und eigentlich weißt du das und dein Gegenüber auch. Ja, ihr habt die Empathie, ihr habt das Wissen, ihr wisst genau, es liegt mal wieder an, dass man sich hinsetzt und auch die Begeisterung füreinander zeigt. Auch wenn du Single bist, dann musst du natürlich auch zeigen, wenn du jemanden magst. Und wir haben den Erfolg. Sobald du aus dem Quark kommst, mein lieber Löwe, wird sich da auch einiges positiv für dich verändern. Vielleicht solltest du es einfach nur mal ausprobieren. Denn wir haben, wie gesagt, auf der anderen Seite so ein bisschen, ja, zwar wünscht sich die Person, mit dir zusammen zu sein, fühlt sich aber wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigt oder auch mit den 5 der Münzen so ein bisschen, ja, überstimmt von dir, dass du Dinge hast, die wichtiger sind für dich. Wir schauen mal, wie die allgemeine Energie für den Löwen im September liegen. So, was haben wir für den Löwen im Monat September? Was ist deine Energie? Der Herrscher, ich habe es mir fast gedacht, die Herrschaft, alles im Griff, alles hört auf mein Kommando und keiner widerspricht bitte. Ja, so ist der Löwe eigentlich auch, aber er ist eigentlich herzensgut, hat das Herz am rechten Fleck, aber er sollte es öfter in Aktion treten lassen. Ja, ich denke mal, dass du viel zu managen hast, viel zu tun hast oder so, aber wenn du dir deine Beziehungen oder deine Beziehung nicht, ja, verderben möchtest, solltest du dich ein Stück weit darum kümmern. Wir schauen jetzt mal, wie die Energie deines Gegenübers aussieht. Was haben wir vom Gegenüber des Löwen im Monat September zu erwarten? Die Energie ist die Liebenden. Dein Gegenüber ist in Sachen Liebe eingestellt, aber stellt das natürlich in Frage, denn es geht um eine Entscheidung in der Liebe. Also geht schon auch darum, werde ich gewertschätzt oder werde ich als Selbstverständlichkeit hingenommen? Okay, was sind deine Gedanken? Da ist das Ass der Kelche. Deine Gefühle sind da. Und darum solltest du dir auch Gedanken machen. Das ist in erster Linie natürlich die Eigenliebe, aber darüber hinaus natürlich für alle anderen. Es betrifft nicht nur Liebesbeziehungen, auch eine Wertschätzung, nett sein, entgegenkommend sein und eben nicht mit dem Herrscher alle über den Haufen rennen. Ja? Bei deinem Gegenüber haben wir die Gedanken, Page der Stäbe, Fokus. Fokus auf etwas oder vielleicht sogar auf dich. Was ist jetzt Sache? Denn wir haben ja als Energie die Entscheidung in Beziehungen. Liebe, ja, die Liebenden. So, was sind die Umstände bei dir? Der Eremit. Der Rückzug, Jungfrau-Karte, kann auch mit dem Job zu tun haben, dass du aufgrund, weiß ich, großer Projekte oder sowas nicht viel Zeit hast. Aber du solltest mit dem Eremiten auch in dich gehen und überlegen, was wirklich wichtig ist und was dir wirklich wichtig ist. Bei deinem Gegenüber haben wir die Königin der Münzen, Sicherheit und Stabilität. Und das ist nicht nur finanziell gemeint, sondern eben auch in Beziehungen. Und ich sehe so ein bisschen, dass dein Gegenüber diese in Frage stellt. Einfach aus dem Grund, weil du vielleicht andere Prioritäten setzt.
Das hatten wir auch in der Allgemeinlegung oder ja, Wochenlegung auch schon öfter, dass du da eine Menge Ärger gekriegt hast oder auch kriegen wirst. Ja? Was ist deine Hoffnung, dass man das klären kann? Ja, dazu musst du dich natürlich bereit erklären, auch Zeit mit deinem Gegenüber zu verbringen und die Dinge zu besprechen und auch vielleicht ein Stück weit Kritik einzustecken. Ne? König der Schwerter ist natürlich sehr gerne dabei mit Kritik. Die Frage ist, kann er sie auch vertragen? Was haben wir hier? Die Sonne, positive Energie. Also es kommt dir nichts Negatives von deinem Gegenüber entgegen, wenn du ihm oder ihr Zeit widmest. Es lohnt sich für dich. Wenn du die Sonne siehst, das lässt auch das Herzchen deines Gegenübers ein Stück weit höher schlagen und ja, bringt auch Zufriedenheit. Erstmal für dein Gegenüber und natürlich auch für dich selbst. Ja, schöne Energie, das finde ich gut. So, was ist der Versuch oder das Hindernis? Page der Kelche, kleine Schritte. Ja, vielleicht sind nur kleine Schritte drin von deiner Seite, einfach aus Zeitgründen, aus Überlastungsgründen, wie auch immer. Aber wenigstens diese kleinen Schritte sollten im September drin sein. Bei deinem Gegenüber haben wir das Ass der Stäbe, ein Neubeginn in Leidenschaft. Das ist der Versuch, ja. Also, wenn du dich ein Stück weit um die Partnerschaft oder eine Beziehung kümmerst, sei es jetzt in einer bestehenden Partnerschaft oder in einer jetzt entstehenden, kann das sehr nett werden, sage ich mal, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Was ist der Ausgang? Der Hierophant, eine innige Beziehung. Was Besseres gibt es ja gar nicht. Und hier Stärke. Dein Gegenüber braucht vielleicht deine Stärke auch, einfach mal wieder gezeigt zu bekommen, wie viel diese Person dir bedeutet. Das ist ganz wichtig. Ja? Vielleicht zweifelt die Person auch so ein Stück weit an sich selbst aufgrund der Tatsache, dass du so wenig Zeit mit ihr verbringst. Das solltest du schnellstmöglich ändern. Ja? Und mit Venus im Löwen, denke ich, ab 6., glaube ich, war das, wird das auch sehr harmonisch, sehr schön, sehr, ja, zeitintensiv, denke ich mal. Schauen wir uns mal an. Wir haben, was ist der Eremit? Das sind die Umstände. Schauen wir uns mal die Umstände bei dir an. Die Umstände. Langeweile. Ich glaube nicht, dass es Langeweile ist. Ich glaube, dass du dich lieber mit interessanteren Dingen als deiner Gefühlswelt beschäftigst. Das ist jetzt so. Ich denke mal, dass du ungerne in dein Innerstes schaust. Es ist aber nötig von Zeit zu Zeit. Ja. Wir schauen hier mal in die Gedanken, worauf fokussiert sich denn dein Gegenüber? Was ist deinem Gegenüber so wichtig? Wiederholen. Vielleicht das Versprechen, also das Liebesversprechen, das sollte wiederholt werden, damit sich deine Person sicherer fühlt. So, und was gilt es zu klären bei dir mit dem König der Schwerter? Was ist da in den Hoffnungen? Was gilt es zu klären? Risiko. Was ist das Risiko? Risiko vielleicht in Bezug auf die Zeit, die dein Gegenüber von dir erwartet, dass du da vielleicht wichtige Geschäfte nicht tätigen kannst. Was schauen wir hier? Wir schauen noch mal das Ass der Stäbe. Möglich. Das ist die Möglichkeit auf Leidenschaft, wenn du das willst. So, und dann schauen wir uns mal an, was bietest du denn deinem Gegenüber im Monat September? Eine Entscheidung, okay? Die Entscheidung vielleicht für deine Partnerschaft. Okay, schauen wir uns hier nochmal die Liebenden an. Beeinflussen. Aha, das ist nämlich das, denke ich, je nachdem, wie du mit deinem Gegenüber umgehst in Bezug auf die Beziehung, kann das die Beziehung und den Fortgang natürlich beeinflussen. Okay. Der Hierophant. Information fehlt. Ja, du hast deinem Gegenüber zu wenig gezeigt, wie wichtig er oder sie dir ist. Ganz klar. So, und deswegen die Hoffnung auf die Sonne, also auf positive Energie. Neues. Ich denke, es geht einfach darum, sich nochmal zu vergewissern, dass du auch wirklich auf seiner oder ihrer Seite stehst. Ja?
Du siehst das als gegeben an, aber dein Gegenüber nimmt das noch lange nicht als selbstverständlich hin oder sieht das auch noch nicht so geklärt. Das sollte schnellstmöglich erfolgen und ich denke, dann hängt der Wald auch wieder voller Geigen oder der Himmel sozusagen. Milch und Honig, ich habe es mir gedacht. Ja, mit Sonne, nicht Sonne, mit Venus im Löwen, denke ich mal, wird das spätestens ab 6. September sehr, sehr harmonisch. Ja, und dann hast du wahrscheinlich überhaupt keine Geschäfte mehr zu tätigen, weil du anderweitig beschäftigt bist. So sieht es zumindest aus. Sehr schön. Die Grundtendenz oder Grundbedeutung ist der Geschmack des Erfolgs, aus der Authentizität geborene Chancen, ein nährender Zustrom an Fülle, darauf vertrauen, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Das gilt natürlich für beide, ne? Ob Sinnlichkeit, Leidenschaft und Romantik zwischen Liebenden, ob Augenblicke tiefen Verstehens oder liebevolle Zuwendung unter Freunden und im Kreise der Familie. All die Freuden innigen Miteinanders stehen dir jetzt offen. Der Ruf deines Herzens findet seinen Widerhall. Lass deine Gedanken und Gefühle von Dankbarkeit erfüllt sein und ergötze dich an der Süße überfließender Liebe. Ja, wir haben den Erfolg, wir haben das Ass der Kelche, wir haben den Hierophanten, wir haben Stärke, wir haben die Liebenden, wir haben Stabilität und Sicherheit, wir haben die Sonne. Also mein lieber Löwe, wenn du jetzt nicht aktiv wirst und dich um deine Partnerschaften kümmerst, dann kann dir keiner mehr helfen. Das ist böse gesagt, ist aber nicht so gemeint. Es geht einfach darum, sei dir bewusst, was du hast. Sei dankbar dafür, dass du jemanden hast, der dich so liebt auch. Wenn du Single bist, dann schau dich um. Da ist bestimmt in deinem Umfeld jemand, der vielleicht einfach nur auf einen Fingerzeig von dir wartet. Das solltest du dann möglichst auch sehen und in Angriff nehmen. Also kümmere dich nicht nur ums Geschäftliche, ums Geld, um die Karriere und so weiter. Kümmere dich um deine Beziehung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir in den letzten Wochen öfter gehört. Und es ist auch wichtig. Ja, es ist wichtig, dass du deinen Gefühlen Ausdruck verleihst, dass du sie wahrnimmst, dass du sie nicht immer unterdrückst und dich um andere Sachen kümmerst, sondern dass du auch genießt. Ja, dein Gegenüber ist sich nicht sicher, ob du diese Gefühle überhaupt hast. Und deswegen ist es Zeit, das eben auch zu zeigen. Mein lieber Löwe, ich bin gespannt, wie sich das im Monat September bei dir realisieren lässt, wie du das realisierst. Lass es uns gerne wissen. Wir freuen uns auch über deine Erkenntnisse, wo wir alle auch ein Stück weit von partizipieren können. Und wenn dir das eine Hilfe war, eine Unterstützung, ein Fingerzeig eben, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir eine traumhaft schöne Zeit, viel Liebe und sag mal bis bald.